So, willkommen hier zu einer weiteren Folge von unserem Let's Play Together Altis Live. Wir haben ja gesagt, in der letzten Folge, dass wir eine Salztour machen. Jetzt in dieser Folge sind wir, haben wir es geschafft zum Salzverarbeitung. Und wir schaffen es jetzt auch noch zum Salzhändler, hoffe ich mal, in dieser Folge. Das sollte alles möglich sein. Und der Johnny ist ja auch dabei. Wer weiß, vielleicht holen wir ihn gleich ab. Wenn nicht, ist er dann in der nächsten Folge dabei. Und Johnny aka Rebo, ein ganz toller Typ. Wenn man ihn kennenlernt, mag man ihn nicht unbedingt, aber ganz toll, ja. Richtig, richtig. Sebastian, pass bitte auf, dass du nicht wieder verdurstest. Doch gerade schon was Also getrunken. Johnny, was wir machen könnten, wir könnten dir einen Geländewagen kaufen. Das Geld dafür geben. Wenn du in Sofia gleich am ATM in Sofia wartest auf uns, dann können wir dir da das Geld übergeben, das du dafür brauchst. Okay. Warte mal. Und du kannst in dir Sofia alles holen, was du brauchst. Hahaha. Was war das denn jetzt, Daniel? Ich hab das Geld, du kannst ja alles holen, was du brauchst. Nicht ich habe das Geld, wir haben das Geld. Ich gebe ihm doch nichts. Oh, witzig, ey, dieser Daniel. Und wie war's beim Burger King? Ich wollte schon McDonald's sagen. Verstehe War's gar bei nichts. McFit gut gegessen? Ah, Daniel, mach doch mal ein bisschen Burger King Werbung. Was isst du da gerne? Whopper, wahrscheinlich. Ich habe einen Long Chicken gegessen. Oh, er hat Long Jawohl, Chicken Junge, gegessen. Chicken, gib ihm. Esse ich auch gerne. Was hat nochmal der Nils da gegessen? Wisst ihr das noch? So, wo seid ihr denn? Wir sind Stadt? unter. Wir sind. Ich sag ja, Sofia. Ich wiederhole mich auch ungern fünfmal. Geh nach Sofia. Wir sind da zwar nicht, aber wir fahren da gleich vorbei. Ich bin da. Dann zieh dir das Geld, was du hast, von dem ATM und hol dir schon mal was zu essen, eine Spitzaxt oder beziehungsweise einen Rucksack. Ich komme gleich vorbei und gib dir mal eben Geld, dass du dir ein Auto kaufen kannst. Dann darfst du dir. Wo ist denn Sofia? Links unten, rechts unten? Ich weiß gerade gar nicht. Oben, Nordosten. Ah ja. Garage. Hier irgendwo. Carshop. Ja, du kriegst gleich von mir genügend Geld. Aber ist Ich denn würde. hier überhaupt? Was ist denn hier? Da ist alles. Ja? Bei Alles, mir was sehe du ich brauchst. nämlich nicht alles. Was fehlt Auf dir dem denn? Schwarz siehst du nicht. Lizenzcenter? Ja, So, dann laufe ich da Edler mal oder hin, was? ne? Wo ist denn das? Okay. Lizenzhändler ist da, aber halt natürlich LKW ihn so nicht. Aber das geben wir ihm. Ich gebe mir jetzt auch keine 150.000. Er wird von mir einen ganz normalen Geländewagen bekommen. Das reicht erstmal als Anfänger da. Bin hier beim Carshop. Genau, pass auf, du gehst jetzt zum ATM, ziehst dir das Geld runter, was du hast. Du wirst es, glaube ich, so 3.000 haben. Aber hier ist doch kein LTM. Doch. ATM. Oder ATM. Das ist da. Doch, an der Scroll da Hauptstraße richtig vor unserer rein. Tankstelle. Wenn du jetzt am Carshop gehst, gehst du einfach auf die Hauptstraße Ah, und läufst Richtung da. Tankstelle. Ah ja, ich hab's gesehen. Da findest du auf der rechten Seite so einen schönen kleinen Bankautomaten. Ja. Was ist das denn, Sebastian? Da bist du direkt hinter so einem schönen kleinen Backautomaten und da steckst du mal richtig was rein. Ne? Sebastian, einen schönen kleinen Gang. Ich weiß schon, wie die Folge heißt, ey. Da hinten auf der rechten Seite so einen schönen kleinen Bankautomaten. Ja, ich habe mir hier 3.000 abgebucht. Jo. Und jetzt gehst du in Richtung Market. Holst dir schon mal
Ach, du brauchst Kondome ja erstmal. Du brauchst ja erstmal einen Rucksack und so weiter alles. Jawohl. Ich komme, wir sind unterwegs. Warte am ATM. Erscheinen. Bist du jetzt auch langsam fertig, Sebastian, oder hast du mehr Salz gesammelt als ich? Ich hab mehr gesammelt. Hätte ich es doch in die Unterhose gesteckt, ey. Schön kleine Hose. Kompakt, mit Salz gefüllt. Bist du jetzt auch drin? Ja. Bei dir fehlt übrigens eine Scheibe. Ach, nee. Ist voll mit seinem Truck gegen die Hauswand gefahren, ey. Red weißt Gull. Du gar nicht wo? Was laberst du? Red Gull ist, dann kannst du schnell laufen. Dann kannst du für 3 Minuten schnell laufen. Ich hab doch gesehen, dass dein Wagen da einfach stehen geblieben ist. Kann man hier einen Rucksack kaufen? Ich sehe nichts. Ja, Rucksack kaufst man. Du beim Outback Store. Johnny, wie oft hast du das Spiel schon gespielt? Hm. Er kann's nicht. Kann's nicht, Mann. Wuhu! Bin zu blöd dafür. Oben liegt der. Nein, wir helfen dir schon. Das wird ein cooles Roleplay. Was du schon mal machen kannst, du kannst Z drücken, meine Gang und dann bei uns zu beitreten. Snai. Was ein Zufall. Wir sind in 3 Minuten am ATM. Also du kannst danach. Ja, da bist du auch schon beigetreten, ich sehe dich. Dann kannst du jetzt mal zum ATM laufen, weil da kriegst du gleich von mir Geld in der Hand gedrückt. Wie viel soll ich dir geben? 40.000 gebe ich dir. Ich schreib sie dir nicht auf. Das verbuchen wir als anfängliche Starthilfe. Machen wir es rund. Ich gebe dir 50.000, da bist du abgesichert. Da kommt er schon wieder. Da kommt er schon wieder, der Daniel. Mit seiner zweiten Runde, die er nicht in der ersten Folge gepackt hat. Darum ging es ja nicht. Er sollte 2 schaffen, während wir 1 schaffen. Das schafft er locker. Achso. Ja gut, wir müssen jetzt wegen Johnny noch warten. Das kriegen wir jetzt ja gar nicht. Keine Ausreden hier. Ich drücke dem Johnny gleich nur das Geld in die Hand. Dann fahren wir schnell zum Salzhändler. Und fahren wieder zurück und holen ihn in Sofia ab und suchen uns dann eine coole Action mit ihm zusammen aus. Wie gesagt, er wird von uns kein krasses Auto kriegen, er soll erstmal so reinkommen ins Spiel, ein Gefühl was bekommen. Das ist ein Vogel, ey. Ich dachte, was läuft da unten rum? Liegt da ein Vogel? Jawohl! Der Marc ist ja auch noch da. Der ist ja auch die ganze Zeit im TS. Wer ist das? Ich hab Martin SC4, ich hab Martin SC4. Wer ist dieser? Keine Ahnung, ey. Marc ist der Einzige aus Snai, der kein altes hat. Ah nee, kein altes hat. Aber es gibt 2, die es nicht spielen. Der Mike hat ja auch altes, aber er spielt es auch nicht, weil er einfach zu alt ist. Altes. Der war echt schlecht, aber auch irgendwie so schlecht, dass er wieder gut war. Ja, Mike ist schon 37. Oder wie Atze Schröder sagen würde, der fängt jetzt an der Erde zu riechen. Boah. Boah, ey, wie asozial. Also, das war jetzt richtig unter der Gürtellinie. Bist du beim ATM? Weil da sehe ich dich nämlich nicht. Ah, guck mal, da kommst du ja hier mit deinem Wagen. Ich wollte hier so einen Rucksack kaufen, aber das war dann wahrscheinlich... Ja, fett. Niemals auf ein... Ah, stopp, weg da! Niemals auf ein fahrendes Auto zu rennen. Niemals. Alter, was habt denn ihr für Dinge da, ey? Komm her zu mir! Ja, wie? Lauf zu ihm hin! Bitte. Bist du das, oder was? Alter, was hast denn du? Wieso hast du eine Waffe, ey? Verarsche, oder was, du? Da noch eine mit einer Waffe? Sebastian? Ja? Johnny? In Atira rumschießen? Uncool. hast du einen Dollar gerade von mir bekommen? Ja. Bitte. Der Wichser hat mir genau 49.000 gegeben.
Warte mal, ich tu mal lieber hier nicht mit so viel Geld rumlaufen, oder? Nee, dann zahlst es ein. Und dann weißt du gleich, 18.000 kostet der Geländewagen. Ne? War 18.000, Daniel, ne? Glaub schon, ja. Kannst du mal einen Autohändler holen, dann den Rucksack für 5.000, dann holst du dir eine Spitzhacke, was zu essen und so weiter. Das wird alles schon gut sein. Du wirst vielleicht, du brauchst noch eine Führerscheinlizenz. Du wirst, glaube ich, mit fast 30.000 auskommen. Und wenn wir wieder hochkommen, wir kommen gleich wieder, wir fahren gerade eben zum Salzhändler, dann starten wir was zusammen mit dir. Und du kaufst dir einfach einen Jeep, einen Geländewagen für 18.000. Das reicht erstmal. Du wirst damit nicht irrsinnig viel Kohle machen, aber es wird ein Anfang sein. Dann hole ich mir erstmal hier einen Rucksack. Großen Rucksack am besten. Also, ja, dann hast du auch mal einen großen, ja. Guck mal, so. Gold. Zwei LKWs bei Gold. Bei der Goldschmiede. So. Gesehen, ja. Ja. Rucksack brauche ich und dann brauche ich noch. Was brauche ich noch, hast du gesagt? Beim General Store brauche ich noch was, ne? Im General Store holst du dir auf jeden Fall mal zwei Toolkits. Ich hatte eins. Komm. Okay, dann auf jeden Fall erste Hilfe holst du dir. GPS. Ach, dann, GPS brauchen wir nicht. GPS ist diese Map da. Weiß. Das ist geil, die Map. Ich fahre die ganze Zeit ohne GPS. Hab ich auch im Moment nicht. So, GPS hast du gesagt. Ja. Und dann könntest du dir theoretisch noch ein zweites. Ja, du solltest dir auf jeden Fall Night Vision holen. Night Vision holen. Die kostet 10.000. Oh. Weil es wird gleich dunkel, deshalb brauchst du es. So. Ja, passt gar nichts mehr. Ja, aber ist ja noch hell. Lizenzhändler. Da holst du dir einen Führerschein. Seid ihr jetzt am Lizenzhändler schon? Nein, wir fahren jetzt gerade zum Salzhändler. Meine ich ja, Salzhändler. Gerade auf dem Weg dorthin. Auf dem Weg dorthin. Checkpoint Charlie. Am CC. Was meint ihr? Sollen wir den Johnny jetzt einen kleinen Geländewagen kaufen lassen oder den für 60.000? Was denkt ihr? Kommt drauf an, wie oft der Match spielt. Erstmal Geländewagen. Ein Problem am Geländewagen ist, was ich mal scheiße finde, der fährt zu schnell. Das heißt, der wird die ganze Zeit regulieren müssen, den Speed. Das hier. Ist ganz gut so. Ja, das ist doch okay. Ich bin ja hier beim Lizenzhändler. Und da kannst du dir verschiedene Lizenzen kaufen. Warte mal. Bootslizenz, Führerschein. Fahrlizenz. Genau. Du hast deine Fahrlizenz für 500 gekauft. Sehr schön. Genau, und dann gehst du gleich zum Autohändler und holst dir einen Jeep für 18.000, Geländewagen. Jetzt noch beim ATM vorbei. Einen riesen Rucksack hast du dir schon geholt, ne? Ja. Okay. 5.000 habe ich jetzt noch. Wie viel brauche ich? 18 hast du gesagt, ne? Ja. 5.200. Achtung, Sebastian! Da vorne geht's rein. Genau. Wir müssen jetzt nur noch geradeaus fahren. Ist auch so ein bisschen schäbig, wo wir da hinfahren. Wie gesagt, wir wollten euch einmal die Salztour zeigen. Gleich in der nächsten Folge, wo dann der Johnny mit dabei ist, machen wir was anderes. Wenn nicht Daniel gerade schon die zwei Jungs da an der Goldmine überfällt. So, Offroad SUV. Ja, ja. Nee. Wie teuer sind die denn? Ja, der. Also. Der Offroad kostet 18.750. Genau. Ja, dann muss ich nochmal zurück. Hast du genau 18.000 mitgenommen? Ja. Oh, es wird knapp. Es wird knapp. Womit wird es knapp? Wer ist schneller? Ja klar, Mann! Wer ist schneller? Ich guck auch, wer wird die Challenge gewinnen? Ja, Mann, flieg! Ja, dann musst du auch erstmal landen, ne? Landen geht immer, ey. Runter komme ich immer. Hauptsache, ich bin da. Aber Daniel, du wartest dann auch bitte auch da, unabhängig davon. Mann, ich brauche halt mal Sprit. Ich gerade, ey. Daniel ist unser Mann in der Luft. Daniel fliegt mit dem Heli. Könnt ihr mir auch schon Heli leisten, so weiter alles, aber das lassen wir schön. Es reicht erstmal, wenn wir da einen haben, weil im Heli zu wenig reinkommt, Johnny.
Hm? Jedenfalls in dem, der den Daniel hat. Ja, und dann fahren wir lieber so. Oh! Boah! Fahr nicht mit Geschwindigkeit in die Kurve! Boah! Fuck! Kauft, ey! Da geht der runter, da geht der runter! Also eins ist klar, du wirst natürlich schneller getradet haben als wir. Aber darauf kommt's nicht an, sondern nur wer als erstes da ist! Irgendwie. Oh. Wo kann man denn sehen, wo man denn hier. Checkpoint! Ja, gut. Kann man denn hier sehen, wo man. Dingens. Night Vision und sowas hat? Mit N. Mit? Drück mal N. Und wie macht man GPS an? Wenn du rechte Steuerung drückst und M. Daniel? Ich hab auch schon fertig verkauft. Ja, ich verkauf's. Ja. Ey, heute Nacht war ich das war ein komischer Nieser, ey. Das ist auch sehr staubig hier. Funktioniert. Mach mal den Rücken gerade. Rechtes, Steuerung und M. Der Rücken ist gerade bei mir. Dann kommt ja, so eine. Öffnet sich so eine Karte. So. Ich dachte, du meinst mich. Gleichzeitig drücken. Ja, die Karte öffnet sich auf den ganzen Bildschirm. Das aber ist GPS. Tim, ich gebe dir mal eben meine 80.000, ja. Warum? Kannst du das gleich einzahlen? Muss ich nicht extra landen. Bei, muss einmal tanken. Bei mir einzahlen oder was? Ja, gib's mir dann gleich wieder. Alter, wie viel Salz kann ich denn tragen? So, und wo seid ihr jetzt? Einer ist angekommen, ja. Wo seid ihr jetzt? Bei der Salz oder was? Hm. Aber wir kommen gleich zu dir, wir holen dich ab. Salz verrät. Hast du bekommen? Oder was? Hab ich bekommen, ja. Wir holen dich aber gleich ab. Oh. Ich fahr schon mal. Ich bin auch schon vorbeigefahren. Muss mal gucken hier, wie das aussieht mit Volllänge. Hä? Fährt ihr da gerade an mir vorbei? An mich vorbei? Nein. An mich. Sebastian, ich musste zweimal traden. So, Daniel, was soll ich mit den 80.000 machen? Nicht einzahlen, sondern nur mitnehmen, ne? Ja. Oder einzahlen. Ja, kannst du auch erstmal einzahlen. Weil? Warum nicht? Ich muss jetzt erstmal zur Tankstelle. Okay, wir fahren jetzt wieder zurück. Das heißt, ich fahre gerade mit 160.000 rum. Ja. Dann machen wir das Auto zu. Die Fenster auch, ey. Johnny, hast du den Geländewagen schon geholt? Ja. Cool, dann bist du praktisch jetzt bereit. Wir kommen rüber gefahren, beenden dann die Folge, wenn wir da sind, zahlen das ganze Geld ein und dann gucken wir mal, was wir dann zusammen mit dir unternehmen. Ja, das ist doch mal. Macht doch Spaß, du. Das ist doch mal ein Wort. Das war ein Wort. Weil zu viert ist man natürlich dann doch schon wieder deutlich besser auf dem Weg. Aber du kannst dich darauf einstellen, unsere LKWs, die fahren nur 70 bis 80. Das heißt, du darfst die ganze Zeit regulieren. Aber du wirst hinter uns herfahren. Wenn du vor uns fährst, dann bist du leider weg, weil das Ding von dir kann 160 und mehr fahren. Dann ziehst du weg und wir haben keine Chance. Deshalb fährst du immer hinter so einem LKW her, dann muss man sich der Geschwindigkeit anpassen. Wir fahren das Geld jetzt noch eben, das nehmen wir jetzt noch mit in der Folge auf. Das finde ich ganz wichtig, eigentlich zu sehen, ob das Geld auch ankommt, da wo es hin soll. Fährst du gerade, Johnny, oder wartest du? Ich warte. Okay. Wir sind auch gleich wieder da. Hoffentlich. Und dann wird es gleich wieder dunkel. Dann bin ich hier schon einen ganzen Tag auf dem Server. Ich mag nicht im Dunkeln zu fliegen, ey. Müssen wir mal gucken, was wir dann gleich starten im Dunkeln. Worauf habt ihr Lust? Mal Öl oder ist das blöd? Gold. Ihr wollt immer nur Gold, ne?
Action hier reinbringen. Braucht man dafür nicht eine Goldlizenz oder sowas? Yep. Ja. Ja. Aber der Daniel meint nicht Gold abbauen. Das lässt der andere machen. Das meint er. Das müsst ihr so ein bisschen verstehen, der Daniel ist bei uns so der... Welle. Der böse Part. Das Problem ist, dass man die Leute immer... Wenn man dann sieht, oh ja, die von Snai, die haben mich ausgeraubt, obwohl das dann nur der Daniel gewesen ist. Wir sind nicht alle grundlegend böse, das ist Daniel so, der braucht diesen Kick immer so. Er hat das auch schon mit seiner Therapeutin abgeklärt. Ja. Ich hol mir noch irgendwas zu trinken. In echt oder im Spiel? Spiel. Oh ja, im Spiel kriege ich auch gerade den Hinweis, dass ich verdurste. Bei 30, also ist alles gut. Das wäre echt auch kein Hinweis. Bitter. Alter, man sieht ja gar nichts mehr, wenn man das Night Vision anmacht, ne, am Tag. Ja, für Nacht, ne? Ja, ist das ja auch für Nacht, genau, hab ich da auch gerade gedacht, ey. Ja, hätte ja sein können, man vielleicht noch ein bisschen was User sieht. Entered your channel. Aber wer ist jetzt gekommen? Der nächste, der Dennis. Dennis! Hallo? Bock Na, auf altes Live? Ja. Wir sind gerade mit Johnny, Chris, sag ich schon, Johnny... Daniel, jetzt habe ich auch den Daniel vertraut. Und Sebastian am Start. Aber wir sind noch in einer Folge, die wir aber gleich spenden. Wir wollen nur gerade das verdiente Salzgeld noch zum ATM fahren. Mhm. Dann bist du auch bei der Folge dabei. Und du wirst sehen, es hat sich einiges getan. Wo du jetzt die ganzen Tage nicht mitgespielt hast. Er hat es doch schon gesehen. Mhm. War nicht alles, aber einiges. Ich sag nur WhatsApp. Genau. Ja, stimmt. Wenn er... ganz stolze Leute ihre tausenden Beträge da. Ja, besser als seinen Kopf neben dem Fernsehturm zu fotografieren, ne? Der Kopf größer als der Fernsehturm. Ich saß im Garten, mein Freund. Aber sind die immer noch da an der Goldschmiede? Keine Ahnung. Das sieht so aus, oder? Ach, ist Sebastian jetzt Polizist? Nee. Warum sollte ich? Nee. Aber Daniel fliegt mit dem Heli. Daniel fliegt mit dem Heli. Sebastian und ich beide mit Samax, die überzogen sind, ne? Hier, wer ist überdacht, ja? Und der Johnny, den haben wir jetzt gerade einen Geländewagen gesponsert hier. Bei Snai. Ich glaube, ich habe auch noch einen. Damit er auch mitfahren kann. Powered by Snai. Da kommt die Crew jetzt hier wieder reingefahren in die Stadt. Ja, wie ihr seht, neigt sich die. Oh, da kommt der Daniel. Neigt sich die Tour hier dem Ende. Dann halt, Daniel, komm rüber und ich gebe dir das Geld. Damit du es bei dir einzahlen kannst. Ich habe keinen Bock, das bei mir einzuzahlen. Das ist dein Geld. Ja, mach ich. Wenn ich jetzt genau geradeaus weiterfahre, dann rase ich den Johnny aber sowas von voll in, in den Wagen rein. Ey. Mach mal. Ein Eier, mach mal. Was für eine Stadt seid ihr? Sofia. 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 Sophia! Und euch hier ein Helikopter. Das ist Daniel. Wie alt habe ich denn überhaupt? 60.000. Ja. 60.000. Oh, das ist nix. Geht. Gut, so. Aussteigen. Meine Google Glasses anziehen. Welche. Das ist komisch. Junge, diese U-Konzert hier, ey. Wo ist ein weißer Jeep hier? Sagt der aus? Ja. What the? Wow! Johnny, warst du das? Nein, Mann. Alter! Was war denn das? Brian war das. Ach, das hier ist Johnny. Ja, der ist gerade einer mit
Ah, da ist gerade jemand mit dem Zamak-Transporter volle Kanne in die Mauer gefahren. Ah, das waren die beiden! Brian war das. Scheiße, da hinten kommt. Lol. Ist das da hinten nicht Rebell? Ich bin das. Drauf schießen alle! Ja, danke. Daniel, bist du da? Ja. Mach mal deinen Körper gerade, Alter. Das geht mir voll auf den Sack, ey, wie du gehst. Einer ist gerade bei mir. Wie, einer ist gerade bei dir? Mein Körper ist gerade. Achso. Ja. Sieht sehr geil aus. Hier, Daniel, du kriegst... Geben Sie mal hier Gas. Daniel, du hast mir ja gar nicht... Mann, bist du eine Schnecke, du. Johnny muss ich noch muten hier. Das geht also, nicht. Wie das aussieht, du stellst dich auf die Straße. Mann, bist du geil. Mann, bist du geil, ey. Ich muss den Johnny noch ganz schnell muten, das geht mir ja jetzt schon voll. Der Gruppe. Ja, trotzdem geht mir das auf den Sack. Google Stress? Wer ist denn das? Daniel. Daniel will Stress, ey. Weil er Stress will. Achso, okay. Okay, damit ist die Salztour hier offiziell beendet, war relativ unspektakulär. Ja, bis auf diese fette Explosion da hinten. Alter, ey, du läufst ja voll behindert. Du läufst so, ja. Mann. Und ich bin jetzt hier mit 1,2 Millionen. Los mit dir, Mann. Ganz vorne mit dabei, ja. Gut, Leute, wir starten dann gleich mit Dennis und Johnny noch eine neue Action. Bis dahin würde ich sagen, macht's gut. Ich hab alle gemutet. Und bis dahin.